Hi Leute, heute habe ich ein Paket bekommen. Sehr cool, ich habe mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Und zwar von Jurassic Fruit. Und ich bin hier gerade auch am Fasten. Wir sind mal das Bahai-Fasten am Ausprobieren. Das ist ähnlich wie bei den Muslimen beim Ramadan. Und dabei ja, trinken und essen wir eben tagsüber nichts, aber dann nach Sonnenuntergang einmal. Und heute wird es eben nach Sonnenuntergang die leckeren Früchte hier sein. Es ist so, dass das Essen mit Passagiermaschinen geliefert wird. Und deshalb ist es natürlich auch nicht so, dass wie bei ja, den ganzen Sachen in unserem Supermarkt, die da wochenlang irgendwie im Schiff drin sind, sondern es kommt direkt frisch. Wir hatten Donnerstag geschrieben und jetzt Dienstag ist es da und echt sehr genial. Ich bin gespannt, ich werde es jetzt gleich mal aufmachen. Und solche Früchte haben einfach noch eine unglaublich stark reinigende Wirkung und ab und zu, ja, für den Geschmack einfach, ich finde es so lecker. Und ja, ich bin mega gespannt. Und ja, sehr schön. Hier der Lieferschein. Lieber Früchtefreund, eben hast du deine erste Box von uns geöffnet und wir freuen uns sehr, dich in der Jurassic Fruit Family Familie begrüßen, willkommen zu heißen. Köstliche Bio-Früchte aus aller Welt. Die Früchte sind nämlich ja, bio-zertifiziert, genau. Und ja, auch sehr schön eben. Ja, und das werden wir dann heute Abend genießen. Ich werde auch nochmal dazu aufnehmen, wie es schmeckt. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was hier so drinnen ist. Und zwar erstmal hier Nam Doc Mai Mango. Die Nam Doc Mai ist nicht so mein Lieblingsding normalerweise. Ich finde sie nicht so aromatisch wie andere Mangos. Mir gefallen die anderen Sorten besser. Einigen schmecken sie sehr gut. Sie sind halt ultra süß und ja, sehr weich, nicht so fasrig. Die fand ich auch, ja, fand ich immer ganz lecker süß halt. Aber eben, ja, ich finde sie nicht so aromatisch wie solche Sorten. Ich weiß gar nicht, welche Mangosorte das ist. Ich fand die sonst immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Orange jetzt innen drin sind. Ich muss mal schauen. Kiev Sayu. So, ja, weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte die auch mal. Die sind, ja, innen, wenn ich mich nicht irre, so orangelich. Wir werden es nochmal sehen. Ich bin gespannt. Die mag ich eigentlich lieber. Genau, die sind oft aromatischer. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich werde euch beim Probieren teilhaben lassen. Also hier die Mangos haben wir mit drinnen. Dann gibt es zwei verschiedene Bananensorten. Die hier werde ich auch noch nachreifen lassen. Also die sind noch ein bisschen grün. Die werde ich noch ein bisschen liegen lassen. Die werde ich auf jeden Fall heute nicht genießen. Genau, auch die Mangos, die können noch ein, zwei Tage. Ja, es ist natürlich auch immer schwierig, den Zeitpunkt so abzuwarten, weil viele mögen es ja dann doch nicht, wenn sie zu reif sind, die Sachen. Ich mag es schon sehr reif. Die werde ich auch noch ein bisschen liegen lassen, aber die Bananen reifen auch immer sehr schnell noch nach. Ach, hier die Datteln, auch sehr lecker. Wir haben in letzter Zeit schon lange keine Datteln mehr gehabt. Na, geh auf. Und hier nochmal eine ganz andere Sorte. Die sind richtig weich und frisch. Ich hatte die mal, ich weiß nicht, ob das die ähnlichen sind, wie diese iranischen Datteln, also Organic Mazafati Soft ist die Sorte. Die sind so total weich und soft, unglaublich lecker. Ich werde sie dann noch probieren, heute Abend, wie gesagt. Genau, die Datteln finde ich auch sehr lecker. Vor allem die bleiben auch nicht so zwischen den Zähnen kleben, weil gerade das Problem bei Trockenfrüchten sonst immer, dass die Zähne irgendwann auf Dauer schädigen. Also dauert auch länger, vielleicht ein Jahr, wenn man exzessiv täglich viele Trockenfrüchte konsumiert. Geht jetzt auch nicht so schnell, aber trotzdem ist es so, die sind noch viel weicher, enthalten noch viel mehr Wasser, also viel besser auch für die Zähne. Ah, Mangostan, da bin ich auch mal gespannt drauf. Die hatte ich Ewigkeiten mal einmal probiert, da wusste ich noch nicht so recht. Da hatte ich auch noch nicht so viel Früchte damals gegessen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und die Bananen sind einmal, ja, Kai und Nila. Ich werde es dann beim Testen euch direkt sagen,
wie welche Sorte geschmeckt hat, falls ihr die mir bestellt. Papaya. Oh ja. Sie duftet schon. Oh, Papaya, eins meiner Lieblingsfrüchte. Ich hatte mal in Costa Rica den Spitznamen Papayas. Ja. Oh, und die schaut schon ganz gut reif aus. Aber ein bisschen werde ich die auch noch liegen lassen. Papaya Nila ist die Sorte. Oh ja. Die müssen halt wirklich riechen eigentlich. Wenn was nicht riecht, dann ist es schon immer ein Zeichen. Also manchmal im Supermarkt, vielleicht kennt ihr das auch, da gibt es Mangos, die riechen einfach null und dann schmecken die auch nicht. Ah, cool. Kokosnuss, ich liebe diese, die jungen Trinkkokosnüsse liebe ich. Eine junge Trinkkokosnuss Light und eine Pagode Bio. Dann haben wir hier eine Cherimoya. Bin ich auch sehr gespannt. Hatte ich sehr selten mal. Einmal hatte ich sie, glaube ich, probiert. Ja, aber nur mal ein Löffel schon länger her. Ich bin sehr gespannt. Ich erinnere mich nämlich gar nicht mehr so recht dran. Beziehungsweise ist auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, es schmeckt so ein bisschen puddingmäßig, Birne. Wenn ich mich nicht recht entsinne, war so Weiß innen drin. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Oh ja, das riecht man schon, was es ist. Hier, Passion Fruit, Passionsfrucht. Oh, die sind so lecker. So geschmacksintensiv. Oh, unglaublich gut. Da werde ich heute Abend direkt eine probieren. Sehr gespannt drauf. Die ist auch schon sehr reif. Oh ja, und zu guter Letzt kommt hier ein sehr schönes Prachtstück. Oh, eins meiner Lieblingsfrüchte teilweise auch. Ich hatte noch nie die Gelegenheit, während einer Durian-Saison ja, in den Tropen zu sein. Und deshalb, ja, es gibt dann zwar Durian, aber es ist auch nicht die perfekteste Qualität. Darum bin ich sehr gespannt, was das für eine Durian ist. Ja, die Stinkefrucht. Unter dem Begriff werden sie vielleicht einige von euch kennen. Ja, schmeckt so Vanillepudding-mäßig. Wow, ein Riesenteil, richtig cool. Bin ich sehr gespannt drauf. Oh, die riecht auch schon richtig gut. Oh ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke, die werden wir heute Abend probieren, weil wenn man die auch zu lang liegen lässt, ich weiß jetzt nicht, wie reif sie ist, ne, dass die dann irgendwann überkippen. Oh, bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich mega drauf. Schmeckt so Vanille, Pudding, crememäßig. Ich werde sie euch dann alle nochmal beim Probieren einzeln zeigen. Ja, Montong ist die Sorte. Es gibt so viele verschiedene unterschiedliche Durian-Sorten. Und ja, das ist Montong. Bin sehr gespannt drauf. Klassiker ist so die gängigste Sorte. Schaut ein bisschen ähnlich aus wie Jackfrucht. Also hier nochmal vom Nahen für euch. Hier gibt es einmal Trinkkokosnuss. Trinkkokosnuss, ja, Bio. Gute Light. Dann hier Cherimoya, Passion Fruit, zwei Bananensorten, Durian, unglaublich lecker. Ja, hier ein Riesenteil, ihr seht es im Vergleich zu meiner Hand. Das sind über 3 Kilo, glaube ich. Und dann hier die Mango Namdok Mai und dann die Datteln. Hier ultra weich. So, und jetzt geht's ans Testen. Jetzt ist endlich Abend und wir wollten nur ein paar Sachen testen. Heute, das, was am reifsten ist. Und zu Beginn erstmal die Trinkkokosnuss, die Pagode Light. Und oh, die finde ich so lecker. Sonst sind junge Nüsse. Also hier ist jetzt das Kokosfleisch außenrum ab. Hier ist noch ein bisschen mehr, nicht das Fleisch, sondern ja, die Haut, die Schale abgemacht. Die sind geschält. Genau, die ist nicht ganz so weit geschält. Genau. Und dann erstmal aufmachen. Da kann man einfach so das Häubchen abschneiden. Und dann sieht man schon die 3 Löcher. Genau, eins davon ist immer weich. Hier haben wir es schon. Oh ja, die ist ganz jung. Seht ihr, hier ist so ganz
Wabbeliges Fleisch. Genau, ganz jung. Ich mag das junge Kokosfleisch eigentlich am liebsten. Total lecker. Oh, und jetzt bin ich gespannt. Ey, ich habe schon so lange kein frisches Kokoswasser mehr von jungen Nüssen. Das von jungen ist einfach nochmal viel süßer, viel lecker. So genial. So. Oh, das ist mega erfrischend. Aber die ist sogar noch ein bisschen säuerlicher in die Richtung. Das ist oft, wenn die so ganz jung sind. Ja. Aber dafür sind sie dann viel erfrischender. Ja. Und wir haben noch eine zweite Nuss mitgeschickt bekommen. Und zwar eine Trinkkokosnuss auch. Die ist nochmal ein bisschen. Guck, hier ist jetzt die Schale. Da kann man auch coole Schalen draus machen. Also vor allem, wenn sie größer sind. Ein bisschen älter. Wenn sie zu jung sind, dann ist die Schale immer weicher. Am Anfang ist die Schale weicher. Umso älter sie dann werden, umso härter wird die Schale und das Fleisch wird immer dicker. Also setzt sich immer mehr ab innen drin. Also die Kokosnüsse, die man im Supermarkt oft bei uns kennt, das sind dann die älteren, also die komplett ausgereiften. Da ist dann das Fleisch so komplett dick und das Fleisch wird dann eben auch immer fetthaltiger und immer fester. Genau, aber das junge Fleisch ist halt viel, ja, wabbeliger, so weich und. Da ist das Fleisch jetzt schon ein bisschen dicker, ist ein bisschen älter. Dementsprechend. Genau. Hier. Und das ist aber trotzdem immer noch weich und super lecker. Ich liebe das Kokosfleisch. Und die sind normal noch viel süßer. Oh ja, die ist richtig gut. Die ist sau lecker. Also mega süß im Vergleich zu der jetzt, die vorher, die jüngere. Die aus Thailand finde ich auch immer ziemlich süß. Die müsste wahrscheinlich. Danke. Oh, sehr lecker. Wenn ihr die aufmacht, könnt ihr hier so einmal so horizontal zur Maserung hier einmal so rundrum schlagen. Mit der Rückseite von einem Messer, eigentlich habe ich jetzt nicht das richtige Messer. Kokosbeide, das wäre cool, habe ich daheim nicht. Den könnt ihr hier mal so außen rum schlagen. Bei denen zumindest. Beziehungsweise auch bei den braunen Kokosnüssen. Und guck, dann öffnet die sich. Und oh ja, das ist richtig junges Fleisch. Seht ihr, wie es sich wölbt? Das ist auch so super lecker. Oh ja, das ist richtig gut. Und dann könnt ihr das Ganze auslöffeln. Ja. Boah, das ist richtig, seht ihr das? Richtig jung. Das ist so richtig wapplig. Da kann man auch, wenn man da ist und mehr von hat, kann man sich so eine Art Rührei machen mit. Ach, Silke hat es immer mit Spirulina und Kala Namak, diesem Salz gemacht. Genau. Schmeckt halt sehr eiähnlich, ne? Weil das halt einfach so die Konsistenz, ihr seht es ja. Ist auch total wabbelig. Mega lecker, mega süß. Und das hier ist jetzt eben die andere Nuss. Guck, da ist das Fleisch noch ein bisschen dicker. Oben ist es immer ein bisschen dicker, unten ein bisschen dünner. Ja, ja, voll lecker. Ich liebe einfach Kokosfleisch. Ich habe sonst in den Tropen immer so viel davon gegessen. Sehr genial. So, und dann wollten wir jetzt erst, bevor wir das dann später essen, weil es ein bisschen mehr Fett hat einfach, wollten wir nochmal eine Passionsfrucht. Oh, ja, die ist voll lecker. Ich liebe einfach Passionsfrucht schon. Die findet man sogar auch manchmal bei uns. Mittlerweile im Discounter, glaube ich, aber oh ja, die ist richtig gut. Vor allem, die sind halt so geschmacksintensiv, man braucht so wenig davon. Und jetzt wollte ich nur noch hier die Mangostan mit euch. Mangostin, Mangostan, keine Ahnung. Mit euch probieren. Danach nur noch die Durian. Die kommt noch dran, ey, wenn ihr hier, boah, wenn ihr die riechen könntet. Die füllt den ganzen Raum.
Aber ja, Durian finde ich super genial. Sehe aber jetzt Mangostan. Von der Anordnung ein bisschen wie Knoblauch. Hier, aber dafür wässrig und. Und so. Ja. Säuerlich, süß. Ein bisschen vielleicht in Litschi-Richtung. Aber ja, super lecker. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Okay. Und hier schaut sie jetzt raus. Und wir wollten erstmal. Und die ist so. Weiß nicht, es kommt auch auf die Sorte drauf an. Es gibt so viele. Guck, ihr seht, wie cremig die ist. Und sie duftet mega. Okay. Und die schmeckt normalerweise so ein bisschen, ja, Vanillepudding-mäßig, sagen einige. Ein bisschen so in eine Zwiebelrichtung oder in eine Espresso-Kaffee-Richtung. Genau. Oh. Die ist auf jeden Fall sehr gut. Stinkt voll. Ich bin sehr abgefallen. Und hier diese weichen Stellen. Oh. Hier, das Weiche so gut. Oh, richtig lecker. Wie gut. Ich finde die einfach genial, die Frucht. Das ist jetzt die Mango. Namdok Mai. Die ist ja süßlich innen drinnen und nicht ganz so aromatisch, finde ich, wie andere Sorten. Also ich mag die anderen Sorten lieber, aber die schmeckt wirklich vielen, also von vielen ist das die Lieblingssorte. Die hat nicht so viel Fasern und ja, sehr süß. Ich probiere jetzt mal ein bisschen. Also total saftig, super schön reif und weich. Ja, richtig gut. Richtig lecker. Voll schön weich. Ja, cool. So, jetzt probieren wir nochmal die Papaya. Nila ist die Sorte. Da bin ich mega gespannt drauf. Ich bin voll der Papaya-Fan. Oh ja, geht richtig schön auf. Oh. Schaut euch das mal an. Richtig schön. Richtig schön rötlich schon. Und jetzt probiere ich mal. Ja, die riecht auch richtig gut. Die müssen echt duften. Ja, richtig gut. Papaya finde ich unglaublich lecker. Die ist jetzt nicht so dominant irgendwie im Geschmack, aber einfach. Also allgemein, Papaya sind nicht so dominant wie andere Früchte, sondern eher so ein dezentes Aroma irgendwie. Sehr lecker, angenehm. Nicht so aufdringlich wie Birne oder so vielleicht. Also so von der Dominanz her. Genau, also ja, richtig lecker, richtig gut. Oh, und wir werden jetzt die Früchte noch genießen. Also, wenn ihr bestellen wollt, wie gesagt, ein Rabattcode, Link ist unten drunter. Und ja, kriegt ihr 10% bei der Erstbestellung. Also geht unten drunter, nutzt den Link. Und dann könnt ihr auch, oh, super reife, mal wirklich reife, baumreife, vor allem, was du auch hier nicht bekommst, auch nicht lokal. Ja, es ist so genial. Also, wenn ihr mal reife tropische Früchte genießen möchtet, dann. Genau, schaut da unten drunter. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao.